Recht herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Until Dawn hier auf Trans17 TV. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht's weiter. Josh. Was gedacht, dass der einer eine Waffel hat? Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich bin kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit passiert? Ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer Pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war sauteuer. Und alles. Ah, so hat er das gemacht. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Wir Haken. Haben uns auf jeden Fall richtig entschieden. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das der hat so einen an der Waffe, der krank. Typ. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt mal, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Genau, hau ich mal vernünftig was auf die Nuss hier. Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt die Fresse. Chris! Bro! Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Beschimpfen. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler, Mann. Ich bringe Menschen zusammen. Nicht wie ihr, Arschlöcher. Es reicht. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr halt seid die Klappe! Blind. Ihr seid... Ah, Alter. Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stopp! Alter! Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich hab was keine für ein Ahnung, Spacko, was mit ihr echt passiert ist. Wütend, so. Josh, mal ganz ehrlich, man denkt, knall ihn ab, den Idioten. Auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen Beschissen. Wir müssen den Show Bodycount hier endlich mal hochtreiben. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge! Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs! Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen! Ah! Au!
defensiv. Oh, bitte, du bist der größte Feigling überhaupt. Aha. Ich habe was getan. Ich habe euch glauben lassen an eine Welt, die ich erschaffen habe. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert, reingelegt, deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh, und sonst ja. Nichts. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Dreck. Ja. In Gottes Namen, Phase. Kabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens Nein, für drei Geiseln. So oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm. Wie bitte? Was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy. Schluss. Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher! Ich mach den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Hey, Mike! Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich hab... ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! So, wir hauen hier mal was an. Verdammtes Schwein! Sauber! Hör auf! Was soll der Scheiß? Du wolltest schießen. Ich hab nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Damit er mal sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann, ich hab ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut. Ihm fehlt nichts. Ich hab das nicht gern getan. Tja, wenigstens ist er jetzt still. Genau. Geh zurück zur Lodge, Mann. Was? Warum? Ich bewache ihn bis morgen früh. Und du sollst dabei nicht ständig auf ihn einprügeln. Das ist nicht fair. Ich wollte dich nur beschützen. Ja, tja, Job erledigt. Nimm eine Auszeit. Was soll denn das, Mann? Geh zurück zur Lodge. Los. Alter. Jetzt! Was bisher geschah bei Until Dawn? Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Nein!
Nein, wir... Was? Was ist das? Ach, Wasser oder was ist das? Oh, shit. Oh, shit. Oh, Mann. Shit! Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen mehr Licht hier. Wie tief müssen wir da noch rein in die Mine? Eigentlich müssen wir jetzt langsam mal rauskommen. Ah, jetzt kann man endlich mal ein bisschen was sehen hier. Alles zu, da ist was. Okay, okay, hier muss es lang gehen. Shit! Ah! Was ist das? Aber mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt nicht rechtzeitig drücken. Nach rechts, nach links, nach rechts. Wir gehen nach rechts. Lass uns ein bisschen Zeit hier. Alter, ist das spannend hier, das ist ja unfassbar. Was für ein Spiel. Oh oh. Wir bewegen uns mal ein bisschen. Und wir drücken nicht rechtzeitig. Und nochmal falsch gedrückt. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Boah, krass so. Heavy, okay. Wir haben den Buddy Count hier endlich mal nach oben getrieben. Oh, heftig. So, M hat es auch hinter sich jetzt. Nochmal, wir haben das Ziel hier so viel wie möglich von den Leuten hier umzubringen. Wie ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Den Buddy Count hier schön hochtreiben. Gut. Sagen wir lieber über die Klinge springen zu lassen. Klingt besser. Uhr 4:23. Fördern. Vorschlagen. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Ach, das ist der Typ mit Los, seinem... mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Mit nein, seinem nein, Bunsenbrenner nein, hinten. Mit seinem Flammenwerfer. Der ist das. Ich die Waffe. Der tut uns ja nichts. Können wir aufmachen. Der will uns ja nur helfen. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz, ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine
keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wen? Den Wendigos. Und was die und wer die Wendigos sind, finden wir beim nächsten Mal raus. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.